7 Tage Deutschland, der Podcast aus Berlin. Und damit herzlich willkommen. Hier ist 7 Tage Deutschland. Sie hören den Podcast der AfD mit Detlef Frier für Sie am Mikrofon. Linke Terroristen nutzen immer wieder die sogenannte Klimabewegung, um dort Unterschlupf zu finden und um zu radikalisieren. Um aus Protesten immer und immer wieder Terror zu machen. Terror gegen Bürger, gegen die Polizei, gegen unseren Staat. Das ist dieser Tage gerade wieder in Lützerath zu beobachten. Das kleine Örtchen in NRW, längst verlassen, soll dem Braunkohletagebau weichen und wird zum Schlachtfeld, auf dem linksgrüne radikale Klimaterroristen den Krieg gegen den Staat üben. Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stefan Brandner ist zugeschaltet aus dem Auto in Thüringen. Schönen guten Tag, Herr Brandner. Herr Frier, erst mal aus dem Auto, glaube ich, unterwegs zwischen Apolda, der Glockenstadt, und Sömmerda, einer Stadt mit einer sehr schönen Stadtmauer. Da mache ich so ein paar Veranstaltungen und wir versuchen mal, ob das technisch hier in Thüringen alles so durchhält. Bisher funktioniert's ja. Bisher funktioniert's. Bisher, Herr Brandner, klingt das richtig gut. Herr Brandner, ist das tatsächlich so, wie ich eingangs gesagt habe, heizen Linksextremisten die sogenannten Klimaproteste bewusst an, um radikal gegen die Staatsgewalt vorgehen zu können? Machen die aus, Friedensbewegten sowas wie brutale Steinewerfer? Ja, also besser als Sie es schon eingangs formuliert haben, kann man es eigentlich gar nicht machen. Die Friedensbewegten waren früher. Jetzt sind das wirklich Chaoten, die mit ihrer Mischpoke da versuchen, das System als solches zu bekämpfen. Und die tummeln sich ja überall. Die tummeln sich ja nicht nur unter vorgeblichen Klimarettern, sondern in irgendwelchen Black Lives Matter-Gruppierungen bei G20 und gegen Wirtschaftsgipfel und solche Geschichten. Das sind immer die gleichen Leute, die einfach Randale wollen. Die wollen unser Staat, unser System ablehnen. Und denen müsste man eigentlich mit aller Härte entgegentreten und dürfte nicht kuscheln. Die Bilder gleichen sich ja fast. Lützerath, Sie haben es vielleicht auch gesehen bei Twitter, in anderen sozialen Medien. Lützerath sieht aktuell aus wie die Silvesternacht in Berlin-Neukölln, das Ganze nur im Grünen. Das sind bürgerkriegsähnliche Zustände. Aus besetzten Häusern, aus Baumhäusern fliegen Feuerwerkskörper und Molotow-Cocktails auf die Polizisten. Was sagt das über die sogenannten Klimaschützer? Ja, das sagt eigentlich schon alles. Und die Polizei, ich weiß nicht, wer gestern das verfolgt hat, insbesondere auf Twitter, die Polizei rutscht da fast auf Knien herum und bitte, bitte keine Molotow-Cocktails werfen. Also ich verstehe nicht, was mit der Polizei, insbesondere da auch in Nordrhein-Westfalen, los ist. Aber Nordrhein-Westfalen ist halt der Klassiker für einen, ja, ich sag mal, was die innere Sicherheit angeht, verkommenen Altparteienstaat. Und da hat die Polizei halt nicht mehr die Rückendeckung der Politik, wie es eigentlich sein müsste. Wir kennen das Ganze ja auch aus Räumaktionen hier Hambi, Hambacher Forst und andere Geschichten. Das sind ja widerliche Sachen, die da passieren. Da wird ja teilweise mit Scheiße geschmissen. Entschuldigung, das darf man hier so deutlich sagen, oder? Auf jeden Fall. Bei uns dürfen Sie alles sagen. Also menschliche Exkremente wurden durch die Gegend geschmissen. Ob das in Lützerath jetzt schon soweit ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es wurde mit Menstruationsblut um sich geschüttet. Also widerlich zum Kotzen, was da abgeht. Also mir wäre da ganz ehrlich, muss ich jetzt echt sagen, eine klare Ansage der Polizei, ein robuster Polizeieinsatz, der sich auch nicht über Tage hinzieht, wäre mir der sehr lieb. Mehrere Wochen, heißt es jetzt, könnte die Räumung von Lützerath noch dauern. Es sind über 1000 Polizisten im Einsatz. Hat sich denn die Innenministerin dazu schon irgendwie geäußert? Haben Sie was gehört? Bei Linksextremisten hat Faeser ja immer so ein bisschen was wie eine Beißhemmung. Ja, also ich persönlich habe noch nichts von ihr gehört, aber ich habe auch noch nichts gelesen, dass sie sich gegenüber anderen geäußert hat. Sie schiebt das wahrscheinlich auf den völlig überforderten Landesinnenminister von der CDU, so ein Machtschattengewächs, der schon ewig da in der CDU rumturnt, dieser Herbert Reul. Da wird sich nicht geäußert. Was sich allerdings unterscheidet ist, und das müssen wir ja auch mal vielleicht hervorheben, wir hatten ja die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Berlin, massiv vorangetrieben durch Migrationshintergründler. Und wenn ich mir die Bilder aus Lützerath anschaue, also da scheinen die noch nicht angekommen zu sein. Das scheint alles in mehr oder weniger einheimischer Hand. Macht die Sache allerdings auch nicht besser. Auf keinen Fall. Was machen denn diese vermeintlichen Klimaproteste mit unserer Polizei? Allein die klebenden Klimaterroristen haben nur in Berlin 233.000 Einsatzstunden bei den Beamten verursacht. 2.700 Strafanzeigen möchten in den PC getippt werden. Das sind natürlich auch 233.000 Stunden, in denen die Polizei keine Diebe verfolgen kann, keine Dealer verfolgen kann. Das wirkt sich auf die Sicherheit aller Bürger aus. Können wir uns, Herr Brandner, das als Deutschland überhaupt leisten? Schon lange nicht mehr. Jetzt gerade, wo Sie die Zahlen genannt haben, ich mache gerade hier so eine Tour durch meine Wahlkreisbüros und hatte vorgestern ein Gespräch mit jemand, der einen Kostenbescheid der Polizei über knapp 7.000 Euro bekommen hatte, weil er eine Veranstaltung, die er angemeldet hatte zu Corona-Zeiten, nicht wieder abgesagt hatte. Und dann wurde argumentiert, ja, da musste die Polizei mit so und so vielen Leuten hin und das müsste alles bezahlen.
Jetzt überlegen Sie sich mal, was passieren würde, wenn die Klimaterroristen, diese Klimakaoten für die Polizeieinsätze aufkommen müssten. Das wäre, glaube ich, mal ein Hebel, den man noch ansetzen könnte, neben robustem Einsatz. Da meine ich, man kann da ruhig schon mal bei Angreifern den Schlagstock tanzen lassen. Daneben auch noch bitte schön die Kosten, die angefallen sind. Ich glaube, das würde den einen oder anderen in die Schranken weisen. Naja, die Frage ist, ob da tatsächlich so viel, lieber Herr Brandner, an Geld zu holen ist oder ob dann die Strafe nicht im schlimmsten aller Fälle wieder aus der Staatskasse beglichen werden müsste. Ja, gut, das weiß man nicht. Aber wenn man sich einen vollstreckbaren Titel schafft, der ist, wenn man es geschickt anstellt, 30 Jahre gültig. Und der ein oder andere Klimakaot wird ja vielleicht mal irgendwie, wo auch immer, Geld verdienen in der Zivilgesellschaft oder bei irgendwelchen Non-NGOs oder sowas. Und dann kann man da zugreifen. Also ich würde beide Wege beschreiten. Wird also Zeit, dass nicht unbedingt ich, aber ein AfDler irgendwann Innenminister wird. Und dann zeigen wir mal, wie man so Probleme löst. Auf jeden Fall. Die Medien spielen ja da immer eine ganz besondere Rolle. Die trauen sich an so radikale Klimaproteste wie in Lützerath ja nicht so richtig ran. Die tänzeln da immer so drumrum. Linksgrüne Redakteure, vor allem der öffentlich-rechtlichen Medien, haben vermutlich viele Sympathien für die, die sie ja am liebsten Aktivisten nennen. Zeichnet das ein verfälschtes Bild dieser Gewalttäter in der gesamten deutschen Öffentlichkeit? Haben wir nicht vor ein paar Tagen noch gelesen, dass irgendeiner hier aus der Relotius-Presse da gewechselt sein soll und jetzt hauptamtlicher Klimakaot wird? Also das ist natürlich ein Geflecht. Ich habe vorhin mal das Wort Mischpoke genannt. Ich hoffe, das darf man noch sagen in der heutigen Zeit. Das ist also ein Sumpf, sage ich mal, aus dem sich viele bedienen oder in dem sich viele tümmeln. Und die springen dann gerade rauf, ich habe vorhin die Themen angesprochen, springen dann gerade raus, wie es genehm ist. Klimawandel, Black Lives Matter, Wirtschaftssachen, Proteste gegen, weiß ich nicht, gegen vernünftige Energieversorgung und solche Geschichten. Gucken wir uns den Kuschelsumpf da nochmal ganz genau an. In Berlin ist die oberste Autohasserin und aktuell grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Die ist mit einem der Bosse des öffentlich-rechtlichen RBB verheiratet. Der neue Moderator von Hart aber fair in der ARD, der Mann heißt Luis Klamroth, ist der Partner der obersten Klimaprotestanheizerin Luisa Neubauer. Was sagt denn das über die öffentlich-rechtliche Berichterstattung? Trauen Sie solchen Journalisten tatsächlich noch zu, dass sie zumindest den Ansatz haben einer objektiven Berichterstattung? Nee, also weder traue ich denen was zu, noch sehe ich da überhaupt den Ansatz einer objektiven Berichterstattung. Ich sehe überhaupt gar keine Berichterstattung mehr, sondern nur noch Propaganda, die ideologisch durchsetzt ist und dann durch so persönliche Verflechtungen noch unterstrichen wird. Übrigens stehen die Grünen ja nicht alleine. Wenn man sich mal die Vita unseres Finanzministers Christian Lindner anschaut, auch da tummeln sich die ein oder andere Redakteurin, die wahrscheinlich da auf dem kurzen Dienstweg das eine oder andere, ja, darf man sagen, gesteckt bekommen hat von Herrn Lindner vielleicht. Und ist dann auch nicht weiter verwundert, dass Herr Lindner trotz allem Murks, den er so produziert, relativ gut in den Medien immer wegkommt. Also das ist ein Sumpf, wir haben es gerade genannt, ein Netz, sag ich mal, was da gesponnen ist über Deutschland. Und das ist nicht gut für unser Land. Sie haben, Herr Brandner, ein Stichwort ja schon geliefert. Sie wünschen sich einen robusten Polizeieinsatz. Wie könnte man denn den Umgang mit solchen Klimaprotesten noch besser machen? Was würde die AfD anders machen in der heutigen Situation? Nee, ich wundere mich, dass die Polizei mit aller Macht die staatliche Gewalt bei den Corona-Maßnahmen, Demonstrationen gezeigt hat. Und ich habe immer noch vor Augen, wie in Berlin nach 10, 15 Jahren ohne Polizeieinsatz plötzlich Wasserwerfer aufgefahren waren Ende 2020 bei den Protesten gegen das Infektionsschutzgesetz. Also der Staat kann, wenn er will. Und ich habe mich gefragt, ich frage mich immer noch, wo waren denn bitte schön die Wasserwerfer am Silvesterabend und wo sind denn die jetzt? Also wenn ich das sehe, da ketten sich irgendwelche Klimaidioten in 5 Meter Höhe an so hölzerne Dreibeine. Und dann sehe ich die Polizei ganz umständlich da mit so einem Kranwagen. Ich würde doch einfach mal so ein Bein absägen, dann kommt der schon von selber ganz schnell runter. So schnell kann der gar nicht gucken. Also ich weiß nicht, ob man immer alles so kompliziert machen muss. Man fordert den auf, kommen sie runter und dann kündigt man an, wenn sie nicht runterkommen, säge ich das Ding ja ab und dann kann er sich entscheiden. Das wär ein Weg, den ich gehen würde. Ankündigung und dann setzt man diese Zwangsmaßnahme durch. Das können sie in allen Bereichen so machen. Das sagt der Praktiker und schlägt pragmatische Lösungen vor. Das sagt der stellvertretende Bundessprecher der AfD, Stefan Brandner, bei uns im Podcast in 7 Tage Deutschland. Herr Brandner, herzlichen Dank dafür. Wir wünschen weiterhin gute Fahrt durchs schöne Thüringen. Übermitteln Sie der Telekom in Thüringen unsere herzlichsten Grüße. Die Verbindung hat tatsächlich ein ganzes Interview volle 10 Minuten gehalten. Hut ab dafür. Also es gibt noch Zeichen und Wunder, wie man so schön sagt. Auf der einen Seite ist es so, auf der anderen Seite hört man ja öfter mal, dass gerade in Entwicklungsländern das Internet besonders gut ausgebaut sein soll. Ich hoffe, das gilt nicht für Thüringen.
So, jetzt waren wir gerade in Pfiffelbach übrigens. Alles Gute aus Pfiffelbach und schönes Wochenende. Schönes Wochenende für Sie, Stefan Brandner im Podcast. Dankeschön. Bürgerkriegsähnliche Zustände im kleinen Lützerath in NRW. Bürgerkriegsähnliche Zustände auch auf den Straßen der deutschen Hauptstadt in ganz anderer Ausdehnung in der Silvesternacht. Das beschäftigt heute noch einmal AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla hier in 7 Tage Deutschland. Tino Chrupalla, das neue Jahr ist nicht mal 2 Wochen alt, aber man hat so den Eindruck, wir sind weiterhin im alten Trott drin. Da ist natürlich zum einen jetzt zu nennen die Silvesternacht in Berlin, Polizisten, Feuerwehr, Notfallhelfer vom ASB oder der Caritas oder aber auch wir Reporter natürlich wurden angegriffen. Aus Ihrer Sicht, wie weit ist denn da der Rechtsstaat der Bundesrepublik am Silvesterabend, zumindest hier in Berlin, restlos unter die Räder gekommen? Ja, im Prinzip hat man hier gesehen, teilweise ja bürgerkriegsähnliche Zustände in Berlin, wenn man sich die Straßen angesehen hat, die zerstörten Autos, die verbrannten, ausgebrannten Autos. Also hier muss man sagen, hat auch der Rechtsstaat natürlich versagt. Die Integration sowieso, wenn man über dieses Wort überhaupt nochmal sprechen sollte, kann man hier sehen, wie Integration eben gescheitert ist. Das hat Berlin gezeigt. Und erschreckend ist wirklich, dass mittlerweile diejenigen, die für Recht und Ordnung sorgen, aber auch natürlich diejenigen, die Hilfe leisten wollen, angegriffen werden, Feuerwehren, auch die Rettungskräfte. Also das ist wirklich ein Unding. Und hier muss wirklich der Staat endlich Härte zeigen und die Gesetze anwenden. Darum geht es. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist ja, der Rest der Republik ist zu Recht komplett entsetzt über das, was sich hier in dieser Stadt abspielt. Und die Stadt ist dann wiederum, also die Regierenden in dieser Stadt, Rot, Grün, Rot, sind dann erstaunt, dass der Rest der Republik entsetzt ist. Wie ist denn das bei Ihnen in Ihrer Heimat in Sachsen? Wie denkt man da über Berlin oder schüttelt man da einfach nur noch den Kopf? Ja, was heißt, man schüttelt den Kopf, aber man will natürlich auch ganz klar, und das sagen wir auch, diese Zustände wollen wir nicht in anderen Städten. Die haben wir jetzt in Berlin und natürlich auch in anderen Großstädten Westdeutschlands. Teilweise muss man ja ehrlich sagen, das ist mittlerweile parallel. Milieus gibt. Und hier muss man wieder an die Ursache anknüpfen. Was sind die Ursachen? Das ist natürlich zum Teil die ausbordende Zuwanderung, die da existiert, dass es überhaupt keine Integration mehr gibt, dass es auch Verwahrlosung von Recht und Ordnung gibt. Und so kann es einfach nicht weitergehen. Also was sind die Ursachenbekämpfung? Wie gehen wir diese Dinge an? Und das muss endlich auch mal in Berlin begriffen werden. Frau Giffey eiert ja ziemlich offen und öffentlich herum, was man nun machen will. Man will jetzt mit den Jugendlichen in Kontakt treten, Prävention etc. Ja, diese Geschichten, die hören wir seit Jahren. Aber sie haben nie gefruchtet und da muss man wirklich jetzt endgültig als Rechtsstaat auch mal sagen, so geht es nicht. Hier müssen die Gewalttäter zur Verantwortung gezogen werden, sie müssen das bezahlen. Ja, also alleine das ist doch Strafe genug, dass man sagt, und auch Recht genug, dass man sagt, die Schäden müssen behoben werden und sollen von den Verursachern behoben und auch bezahlt werden. Ich denke, nur so kann man diejenigen zur Raison bitten. Die wenigen gefassten Gewalttäter aus der Silvesternacht hier in Berlin waren ja nur kurzfristig mal festgenommen worden, sind wieder auf freiem Fuß. Ihre Anklage wird natürlich wieder Monate dauern. Und nun ist natürlich der Ruf nach schärferen Gesetzen. Brauchen wir schärfere Gesetze? Nein, wir müssen die Gesetze, die wir haben, die sind scharf, einfach nur anwenden. Durchsetzen, anwenden. Das wäre Punkt 1. Das ist immer dasselbe, dass man dann nach schärferen Gesetzen verlangt, als wenn, wer weiß, Deutschland jeder machen kann, was er will. Man muss sich einfach mal die Gesetzeslage anschauen. Also die Gesetze gibt es, nur niemand ist mehr bereit, auch die Verantwortung im Übrigen zu übernehmen, diese Gesetze durchzusetzen. Wenn ein Richter, wenn ein Polizist die Gesetze streng und hart anwendet, sitzt er teilweise selbst auf der Anklagebank. Das ist der aktuelle Fall in Deutschland. Also das muss endlich durchgesetzt werden, dass man denjenigen auch den Rücken stärkt, die diese Gesetze anwenden wollen. Ein weiteres Thema, das wir aus dem vergangenen Jahr auch mit rübergenommen haben ins neue Jahr, das ist natürlich der Ukraine-Krieg und Waffenhilfen für die Ukraine. USA, England, Italien und Frankreich werden nun doch Schützenpanzer liefern. Bundeskanzler Scholz hat sich dazu immer noch nicht eindeutig erklärt. Er ist da offensichtlich sehr, sehr vorsichtig. Das sollte er auch sein, weil weiteren Waffenlieferungen werden wir zur Kriegspartei. Das haben wir immer kritisiert und haben wir immer wieder angesprochen. Weitere Waffenlieferungen bringen uns immer mehr in den Bereich dessen, dass wir in den Krieg selbst beteiligt sind. Es fing an mit Handschuhen, es ging weiter mit Helmen, dann mit dem Ringtausch. Jetzt liefern wir direkt schon Waffen und Panzer. So kann es nicht weitergehen. Und diese Gefahr besteht, dass dieser Krieg sich ausbreitet. Davor haben wir immer gewarnt und deshalb kann es nicht sein, dass dies auch ohne eine große Diskussion im Übrigen im Bundestag mittlerweile auf Druck der Amerikaner auf die Bundesregierung so vonstatten geht. Also das darf nicht passieren und deshalb ist dieses Zaudern mehr als gerechtfertigt, beziehungsweise er sollte sich klar bekennen und sagen, nein, wir liefern keine weiteren Panzer.
Ganz abgesehen davon, dass die Bundeswehr auch gar keine Panzer liefern kann. Denn von den 100 Milliarden Sondervermögen Bundeswehr vom März letzten Jahres sind ja gerade mal 10 Milliarden überhaupt erst geplant, also noch nicht abgerufen. Wann wird denn die Bundeswehr jetzt endgültig mal saniert oder renoviert oder auf Vordermann gebracht? Das ist ja genau das, was wir immer kritisiert haben mit diesen sogenannten Sondervermögen, was ja neue Schulden sind. Auch das muss immer wieder erwähnt werden, die 100 Milliarden neue Schulden, dass insgesamt die Struktur der Bundeswehr dort überhaupt nicht vorgesehen ist, wie sie aktuell auch konzipiert ist, dass diese Bundeswehr sich überhaupt auf diese Art reformieren kann. Es reicht nicht nur neues Geld, neue Waffen, sondern hier braucht eine Grundstruktur in der Beschaffung, aber natürlich auch in der gesamten Truppe als Verteidigungsarmee. Und das sind wir. Wir sind und wollen eine Verteidigungsarmee sein und keine Angriffsarmee. Und bei allem Respekt auch der Verpflichtung gegenüber unseren NATO-Partnern muss das immer oberste Prämisse sein. Und da müssen wir als Deutsche auch ganz klar unsere eigenen Interessen klar benennen, wie wir als Bundeswehr überhaupt aufgestellt sein wollen. Und das ist bislang nicht passiert. Vielen Dank, Tino Chrupalla, Bundessprecher und Co-Fraktionschef der AfD-Bundestagsfraktion. 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber. Und ich bin Detlef Rier im Hauptstadtstudio der AfD in Berlin. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag. Tschüss. 7 Tage Deutschland bei Apple, Google, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.